Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute habe ich schon ein Video, ein Zweiteiler rausgebracht. Und zwar zeige ich euch ja in dem Sinne meinen damaligen Arbeitgeber vor etlichen Jahren. Heute ist es aber so, wir gehen an den Peugeot Elysio 50 dran, Frontverkleidung runter, weil wir bauen ganz genau die Alarmanlage ein und den Fernstarter. Schauen wir uns das mal an. Das heißt natürlich, ich hatte ja vor einiger Zeit die Front erst wieder angebaut. Jetzt muss ich sie abnehmen. Und irgendwie habe ich doch hier noch den falschen Aufsatz drauf. Moment, den finden wir sofort. Nanu, wo ist er denn? Wo ist er denn? Das ist aber nicht der richtige. War es doch der richtige? Habe ich mich nur etwas anders angestellt? Oh, das war doch der richtige. Naja, manchmal ist das so. Jetzt mache ich dann soweit weiter und bereite das schon mal vor. Ich nehme die Frontscheibe ab, vorne die Frontverkleidung und dann ist der Roller fast ganz ausgezogen. So kann ich dann natürlich auch am besten dran arbeiten. Also, ich mache mal weiter. Und zwar habe ich ja hier das Steuergerät. Ne? Das ist ja die Einheit für die Alarmanlage, für den Fernstart, alles mit dabei. Das hatte ich ja auch schon mal gezeigt in dem gestrigen Video und auch, glaube ich, schon mal vorher auf jeden Fall. Das wäre die Hupe oder Schnarre, je nachdem, wie man es nennen mag. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich selbst über die Hupe gehen könnte. Aber nein, das Teil baue ich ein. Man kann es kleben oder eben zweimal verschrauben. Wenn es nur einmal verschraubt wird, ist auch ausreichend. Ich habe sowas in der Art schon mal eingebaut, aber damals ohne Fernstart. Das war jetzt nur Kabel. Das ist jetzt das Steuergerät. Nochmal extra abgesichert. Und dieses Steuergerät müsste jetzt irgendwo einen Platz finden. Da muss ich selbst erstmal gucken. Ich hätte da schon Platz, aber ich glaube, da müsste ich ein Loch bohren. Und das möchte ich nicht. Ne? Das müsste auch noch ein bisschen größer ausfallen. Nach Möglichkeit lieber nicht. Also würde ich das Steuergerät hier irgendwo mit einsetzen. Hier ist mein abgestürztes Kabel. Ich mache das mal so. Das ist auch recht lang. Aber ja, ne, das hat so eine Länge. So. Na, ist schon recht lang. Und natürlich auch ein Stecker zum Verbinden. Hier die einzelnen Farben und die einzelnen Fasern müssen alle angeschlossen werden. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phasen. 8 Phasen. Gut, dann, das hatte ich hier auch schon gezeigt, die Fernbedienung. Davon existieren 2. Das ist ja wie so ein Ersatzschlüssel, ne? Weil, wie ich ja schon sagte, Fernzündung. Und Fernzündung heißt auch ohne Schlüssel zu starten. Das wäre die Fernbedienung. Hatte ich ja schon mal gezeigt. Und das blaue hier könnte man auch noch abmachen. Das ist nur ein Schutz. Dazu gibt es sogar eine Anleitung. Ne? Dazu gibt es auch eine Anleitung. Ich muss jetzt mal gucken. Hier steht Motorrad-Alarmanlage steht hier. Was man natürlich auch für einen Roller nutzen kann, weil 12 Volt.
die Taste unten links kurz drücken. Das ist, okay. Die Blinker leuchten. Das heißt, ich muss sogar an die Blinker mit dran. Weil die Blinker sind mit integriert in dem Moment, wenn man den Roller versiegelt, also den Alarm auslöst oder verschließt oder öffnet. Das ist viel Arbeit. Also das ist für einen, der es öfters macht, ist vielleicht weniger Arbeit. Aber für mich ist das doch ein bisschen mehr Aufwand. Und da muss ich natürlich dann auch wirklich gezielt gucken. Und hier steht aber auch alles, steiler Alarmmodus. Okay. Ich gucke mal, Alarm leuchtet, drücken. Ich möchte den Aufbau haben. Irgendwo war doch hier was für ein Aufbau. Rot, okay. Rot, Orange, Motor, Zündung, Schwarz-Weiß. Das ist schon ein bisschen was. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall schon mal langsam anfangen. Ich habe mir mal so einen kleinen Teil durchgelesen. Das Steuergerät kann man auch festkleben, ne? Weil es ist ja nicht schraubbar, das wird geklebt. Und ich bin gerade an Überlegen, aber da wo ich rausgehen würde, würde es nicht funktionieren. Also werde ich das Steuergerät hier drinne verbauen. Ich glaube, ich habe sogar schon die richtige Stelle dafür. Und zwar, das Steuergerät würde ich hier an die Seite bauen. Das müsste eigentlich funktionieren. Hier unten ist ja Freiheit, aber da kommt mein Teil hin, wo ich was reintun kann, ne? Und das würde ich gerne lassen, dieses Fach, weil dieses Fach würde hier unten reinkommen. Und würde ich das Steuergerät hier in diesen Ausschnitt reintun, würde es mir nichts bringen, weil dann könnte ich dieses Teil hier nicht mehr einsetzen. Und das möchte ich schon noch da haben. Deshalb jetzt Bremsenreiniger nehmen, das hier sauber machen, dass ich hier als erstes das Steuergerät gegenbringe. Ich habe hier genug Freiraum und das stört nicht, weil es auch nicht sehr groß ist. Ja, damit fange ich jetzt erstmal an, dass das Steuerteil sitzt oder Steuergerät. Bremsenreiniger kennt ihr ja nun mittlerweile bestimmt schon alle. Ich werde hier mein Tuch mal ein bisschen damit tränken und werde sehen, dass ich das hier schön fettfrei bekomme, dass ich hier so wenig wie möglich Fette drauf halten. Deshalb Bremsenreiniger. Hier ist natürlich noch ein Überzug. Das heißt, dass hier oben in dieses Fach nichts reinkommt. Hier ist mein Netzteil, was ich jetzt dann befestigen würde. Hier steht auch nochmal der Name. Ohne Werbung, weil ich erwähne nichts. Das Teil habe ich mir selbst gekauft und von daher erwähne ich dann auch keinen Namen. Gut. Das machen wir ebenfalls noch mal ein bisschen fettfrei, falls es von der Produktion, da halten sich ja manchmal Fette dran und das möchte ich hier ausschließen, dass ich das so schnell lösen kann. Ja, es liegt schon ein bisschen länger hier in der Mitte. Ja doch, ist noch alles okay. Gut, ich setze das jetzt hier an, ne? Und bevor ich es dann drüben ansetze, also am Roller, mache ich es jetzt erstmal hier dran. So kann ich dann nachher das ganz ordentlich und sauber dagegen drücken und dann sollte das Teil auch schon mal gut sitzen. Ich werde es wohl
je nachdem, ich muss mal gucken, wie ich es verbaue, seitlich oder eben nach unten. Das wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist. Ach ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier ist eine Funkstreckenantenne bei, ne? Für Funkstrecke, für den Fernstart und für den Alarm. Ich habe mich jetzt doch dafür entschlossen, setze es nicht seitlich ein, sondern so, dass die Kabel nach unten führen. Ne? Hier wird zwar kein Wassereintritt sein und nichts, aber ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, jetzt ziehe ich hier ebenfalls meine Folie ab. Hier muss ich ein Stückchen hintergehen. Guck mir das hier aus, wie ich es am besten befestige. So, dass es auch einigermaßen ordentlich sitzt. So, so sollte es funktionieren. Und hinten gegenhalten und etwas Druck drauf bringen, dass das Steuergerät dann auch, ne, sich richtig festigen kann. Hier die Kabel und den Stecker, das kann ich dann gleich hier wieder vorholen. Und dann habe ich das alles komplett zusammenliegen. Gut, hier nochmal drücken. Wie gesagt, es soll sich nach Möglichkeit nicht so schnell lösen und immer sitzen bleiben, solange es bleiben soll. Ja, ich denke mal, das ist ganz okay so. Ne? Ja, geht doch. Hier habe ich den Gegenpart, also den Hauptstecker. Ne, der jetzt, wenn ich alles zusammengebracht habe, ist hier mein Stecker, den ich jetzt erstmal nur so gegensetze, weil ich werde die Kabel nicht so extrem kürzen. Ich werde sie zusammenziehen und mit einem Rappband, ne, ein Straps, ein bisschen gegenziehen, weil ich möchte das Kabel nicht zu weit abschneiden, deshalb lasse ich das in der vollen Länge. Es dürfte auch nichts passieren. Wir brauchen zum Beispiel jetzt ja einen Dauerplus. Ne? Das Gerät muss ja immer über die Batterie fähig sein, jederzeit starten zu können oder eben die Alarmanlage einschalten zu können. Und da brauche ich einen Dauerplus. Ein Dauerplus hätte ich hier schon liegen. Dieses Kabel geht nach hinten für mein Standlicht, was ich separat dazu gebaut habe. Und hier wäre schon ein Dauerplus. Das heißt, wenn ich jetzt... Nein. Ein Dauerplus muss ich mir separat noch suchen. Genau. Das hier geht nur über die Zündung. Stimmt. Da hätte ich fast was Falsches gesagt. Das ist über Zündung. Sobald ich die Zündung einschalte, also Batterie on, dann habe ich hier Strom drauf. Ich brauche jetzt aber ein Dauer Plus. Das heißt, das Dauer Plus kann ich mir von der Batterie holen oder ich gehe an den Kabelbaum vom Zündschloss. Ich muss mal überlegen, was ich am besten mache. Wenn ich jetzt natürlich ein Dauer Plus zur Batterie bringe, ist ständig Strom drauf, wird so oder so drauf sein, ob über Zündung oder Batterie. Hole ich mir das Ganze über die Batterie, habe ich aber immer die Möglichkeit noch, das hier abklemmen zu können, falls ich es mal nicht brauche. Tja, jetzt ist natürlich nicht so einfach, oder ist es nicht so einfach, ich habe kein rotes Kabel mehr, aber ich habe hier weiß-rotes Kabel. Da könnte man ja auch glatt zu sagen, das ist ein rotes Kabel oder als Ersatz. Ne? Man sieht ja, wo man es anschließt. Ja, solange der Roller mir gehört, weiß ich es natürlich. Würde ich ihn nochmal abgeben, wüsste derjenige natürlich vielleicht nicht unbedingt, oh, wo geht dieses Kabel und wo geht dieses Kabel hin. Aber da der Roller bei mir bleibt, wird es kein anderer so schnell erfahren, wo so ein Kabel dann hinführt. Es sei denn, es kommt mal was anderes dazwischen. Okay, das ist was anderes. Aber solange ich existiere, bleibt dieser Roller bei mir.
Dieses Kabel kommt natürlich auch in eine extra Schutzhülle. Ne? Das ist für ein bis zwei Kabel, aber ich werde es nur für ein Kabel nutzen und von oben bis zur Batterie ziehen. Hier habe ich jetzt meine Schutzhülle. Hier sitzt das Steuergerät und ich gehe auch auf dieser Seite runter. Ich muss nur mal gucken. Genau, ich gehe jetzt hier hinten runter, suche mir natürlich meinen Weg und ziehe soweit erstmal alles hinterher, so weit bis ich zur Batterie komme. Das heißt, ich werde diese Schutzhülle mit Rabband dann noch unterstützen, dass sie auch nicht hin und her rutschen kann und immer dort bleibt, wo sie sein oder bleiben soll. Gut. Es geht unter dem Roller weiter. Wie gesagt, jetzt suche ich mir meine Bahn, wo ich hier am besten und ohne dass irgendwas stört, hier langlaufen kann. Das wäre hier zum Beispiel. Ne? Ich ziehe es dann eben ein bisschen nach. Und wie ich aber auch schon sagte, ich mache das dann mit Radbänder fest. Den Eingang nehme ich von hinten. Also der Eingang ist hinten, wo auch die anderen Kabel reinlaufen. Und das mache ich jetzt mit zwei, drei Radbändern fest. Und dann, okay, ich habe hier was übersehen. Moment. Ich gehe hier einer zwischen. Weil es soll ja wirklich nirgendwo stören. Und deshalb dann lieber nochmal rausnehmen, neu nachziehen und schon bin ich da, wo ich sein muss. Radbänder. Hier ist meine Hülle und ich schneide jetzt meine Hülle so, ja, nicht zu kurz, nicht zu lang. Gucke nochmal, ob ich hier auch gut und sauber laufe. Das heißt, ich kann das Teil dann kürzen. Jawohl. So, ich habe mich entschlossen. Ich kürze es hier. Und somit ziehe ich jetzt mein erstes Kabel. Das ist 0,75er Durchschnitt, ne? Querschnitt. Hier ist mein Kabel und das, ich brauche kein dickeres, ne? Das ist so okay. Das schiebe ich jetzt in die Tülle rein und werde dieses Kabel jetzt Richtung Batterie führen. Mal gucken, ob es reibungslos funktioniert oder ob ich irgendwo hängen bleibe. Es ist schon durch. Es ist schon da. Jawohl. So. Diese Länge sollte reichen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier sieht man mein Kabel. Ne? Lieber ein bisschen länger als zu kurz. Jetzt ist es natürlich so, jetzt muss ich noch einen Weg finden, wo ich das alles sauber zusammenbringen kann. Das heißt hier, ne, die Hülle, die muss ich ja jetzt irgendwie noch befestigen. Da suche ich mir jetzt mal, ja, den besten Weg für aus. Ich wollte jetzt nicht alles nur von einer Seite haben, weil hier ist ja schon alles, ne? Hier ist schon überall Kabel. Und hier wäre es ganz okay, weil hier ist noch genug Platz. Hier ist meine Tülle und die würde ich ganz gerne erstmal mit einem Radband befestigen. Ja, ich glaube, hier könnte ich sie ganz gut befestigen. Ja, mal dazu holen. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich glaube, ich lasse den Roller mal ein bisschen tiefer. So sollte es doch für mich auch ein bisschen einfacher sein. So, meine Tülle samt Kabel und das erste Radband. Ich habe extra ein schmales Radband genommen.
Das muss ja nicht so super dick sein. Und sehe jetzt mal zu, dass ich es auch zubekomme. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja. Ich sag ja, immer die Ruhe bewahren, dann funktioniert das. Tülle befestigt. Ne? Die hole ich mir jetzt noch an den Platz, wo sie hin soll. Und dann sieht das schon mal ganz ordentlich aus. Jawohl, ich habe mir mal ein Schlückchen Kaffee mitgenommen. Heute ist Sonntag. Ne? Da wollen wir das Ganze mal gemütlich machen. Was ich jetzt mache, hier habe ich meine Radbänder und hier habe ich ja den Rahmen. Ne? Also ich könnte theoretisch hier um den Rahmen oder ich mache einfach mein Kabel oder Kabelhülle eben hier einfach mit fest. Ne? Das ist ein Träger und zwar wo das Fußteil geschraubt wird. Wenn ich das jetzt so hier festmache, dann reicht das schon Menge aus. Es geht nur darum, dass es eben da nicht mehr weg kann. Und im Grunde ne, ist da Menge Halt drin. Das mache ich hier vorne und ich mache es hier hinten jetzt natürlich auch nochmal. Hier bin ich allerdings an Überlegen. Da könnte ich, Moment, ich gucke mal, das ist der Gasbautenzug. Obwohl, es reicht, wenn ich das hier hinten befestige, dann brauche ich das hier gar nicht mehr groß befestigen. Weil was soll da dran passieren? Ne? Da ist ja dann auch letztendlich noch ein Schutz drunter und Reibung kann da nicht weiter entstehen. Ne? Dann darf es von mir aus lieber ein bisschen schweben, als wenn es zu starr ist. Für hier nutze ich jetzt mal einen größeren Straps. Ich arbeite ungern mit diesen Strapsen, weil die sind immer Gold wert, könnte man sagen. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich ziehe den Straps jetzt mal hier hin. Und wie gesagt, dass mein Kabel auch da bleibt, wo es bleiben soll. Und festziehen. Ne? Leicht fest, nur dass es eben nicht woanders hin kann. Und dann kann ich das zuletzt so mit einführen. Und Schnips sitzt. Jetzt habe ich noch mal hier in den Plan geguckt. Also rot zur Batterie sitzt schon mal. Hört ihr draußen? Da streiten sich die Piepmetze, die Vögel. Das geht schon die ganze Zeit so. Also zur Batterie liegt. Als nächstes brauchen wir doch die Zündung. Wir brauchen ein Zündkabel. Das heißt, eins muss zum Zündschloss. Da hätte ich erstmal diesen Stecker. Man könnte das damit zusammensetzen, aber ich glaube, ich mache mir noch ein separates Kabel, womit ich direkt dran gehen kann, weil dieses eine Kabel mit diesem Stecker möchte ich ja für ein Tagfahrlicht aufheben. Weil dieser Roller bekommt später ein Tagfahrlicht, ein richtig gutes wieder. Und das liegt schon lange. Ja, und dann müssen wir natürlich noch ja, blau Motor starten, grau Motor aus. Also es bleibt noch genug offen, um noch genügend Kabel zu setzen und zu legen. Hier ist er jetzt, sage ich Schnarre einfach dazu. Die würde ich gerne hier ist eine Verschraubung, ich habe hier schon ein Stückchen Blech und würde die gerne hier so hinsetzen. Das heißt, ja, dass sie auch richtig schön schreien kann, sage ich mal. Aber dafür muss ich ein Stück Blech nehmen, weil hier dran bekommen, ja, das sieht nicht aus, wenn man die einfach so dran schraubt. Ich hätte sie gerne gerade hier runter. Also deshalb mit einem Loch würde das auch ausreichen und befestigen. Ne? Weil die ist
recht leicht. Ne? Und der Stecker wäre auch gleich vor Ort. Und wenn ihr Gefallen an sowas habt und das vielleicht nachbauen möchtet, bleibt am Ball, bleibt dabei, schaltet am besten noch die Glocke ein, dann verpasst ihr nichts, wenn ich jetzt hier weitermache. Das geht jetzt natürlich auch Schlag auf Schlag und da werden keine langen Pausen zwischen sein. Von daher habt noch einen schönen restlichen Sonntag. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Tschüss.